Willkommen zurück zu Let's Play GTA San Andreas. Yeah! Und wir sind hier vor Woozy, seinem geilen Gebäude, seinem Haus oder so, und machen da weiter. Und so sieht übrigens mein Auto aus, wenn ich zu der Mission fahre. Ich bin ganz gemütlich gefahren, sieht man, ne? Ja, die Straßen in San Fierro, da fliegt man, da kann man nichts anderes machen. Yeah, und die Polizei ist wieder aktiv, ja! Was macht ihr? Verfolgt ihr euch gegenseitig? Der eine ist besoffen. Egal, jetzt die nächste Mission bei Woozy, dem Blinden. Hier. Hey, Woozy, my man. What's going down? Hey, CJ. Let me introduce you to Shuk Fu, Ramphal Lee. He heads the Red Gecko Tong on the West Coast. How you doing? Ah Kung has sent word from Kowloon. A Vietnamese crime family, the Da Nang Boys, are preparing to move to the United States. This may explain the cowardly attack on the Blood Feather Triad. There may be some trouble ahead. The Shifu would like a package retrieved. A courier has left it in a drop at the airport. It is most important to the matter at hand. Oh, I can do that. He is Triad? A mountain boy? No, a personal friend of mine. And less likely to draw the attention of the Da Nang boys. Okay. Thanks for your support. Achso, ich habe ja auch eine eigene Sprache. Holt das Auto aus der Flughafen-Tiefgarage ab. Geile Sprache, was hat er gesprochen? Keine Ahnung, ich habe seinen Namen wieder nicht verstanden oder nicht gemerkt, was er gesagt hat. Auf jeden Fall war er mir sehr unsympathisch, weil er nicht viel mit mir geredet hat. Der Junge hat nicht viel Preis von sich gegeben. Okay, wo aus der Tiefgarage, aus dem Flughafen? Zufällig? Ja, ich glaube schon. Oh, ich hasse das Wetter. Es ist zum Kotzen. Wie der Fettsack sagen würde. Hier kann man übrigens Vencars noch kaufen. Bald. Kann ich im Moment noch nicht. Und da muss man ja auch Autos suchen. Wo hier rumfahren. Hat eine bestimmte Liste. Ich glaube 30 insgesamt. 3x10 oder so. Die muss man dann hier unten bei den Docks oder so abgeben. Import-Export-Schiffe oder wie das heißt. Ne, nicht Schiffe. Import-Export, irgendwas. Und da muss man die da hinfahren. Und ja, das ist eigentlich dumm zum zeigen im Video, weil ich suche die Autos. Da steht nur der Name halt auf der Liste und ich muss die suchen, die wo rumfahren. Aber das ist ja langweilig. Was wollt ihr da sehen? Wie ich da rumfahre und gucke, was für Audi ich brauche. Nee, ich werde wahrscheinlich dann immer zeigen, wenn ich das letzte habe. Also drei Autos werde ich wahrscheinlich zeigen. Ist ja langweilig so. Kann ich jetzt endlich zum Flughafen oder nur in die Tiefgarage? Nein, ich brauche ja Flugschein. Wo geht's denn hier lang? Was machst du? Hä, wo geht's denn zur Tiefgarage? Hier? Nein, ich glaube, ich bin falsch gefahren, oder? Ich war hier lang nicht mehr, Leute. Ach, da. War ich doch richtig. Holt ihr das Auto, wenn ich wüsste, wo? Boah, was ist das denn hier für eine Tiefgarage? Da hinter der Mauer steht das. Das nehmen wir uns. Was ist denn das? Oh, ist das eine schwule Farbe? Mit so einem Auto will ich nicht rumfahren. Bah. Mein Auto ist schön. Fast das gleiche übrigens. Also, auch die Farbe. Okay, was jetzt? Das ist ein Hinterhalt, die Da Nang Boys bewachen und bringen das Auto in die Garage. Was, Tom? Verpisst euch, ich hasse so Missionen. Kurz gucken, wohin. Okay. Okay, ganz hinten. Fick dich doch! Ist das euer Ernst hier?
Wollt ihr mich verarschen? Junge, wenn ich jetzt hier nicht rauskomme. Wenigstens. Oh, verpiss dich, du scheiß Glatzkopf. ich hab was jetzt Geiles vor. So. Zack, so macht man das. Wer schießt? Oh, scheiß Polizist. Jetzt schießt bloß nicht gegen mein Auto. Jetzt habe ich 2 Sterne. Scheiße. Das war natürlich nicht so klug. Aber egal. Ich hab's jetzt gemacht. Es war stylisch. Und ich schätze, die kommen. Da kommen noch mehr. Was ist das jetzt hier? Scheiße, fuck. Das ist natürlich dumm, wenn die mich hier verfolgen. Okay, Nummer 1. Okay, immer noch 2 Sterne nur. Jetzt verpisst euch, ihr scheiß Bullen. Hier habe ich abgeschüttelt, jetzt macht mir die Polizei Stress. Gibt es hier einen Panspray? Ich fahre einfach mal geradeaus, nur. Oh, ich muss ja eigentlich schon gleich da sein. Toll. Nein! Fuck! Boah, habe ich gerade den Schreck bekommen. Und muss auch nach vorne schauen. Aber bei dem scheiß Wetter sieht man ja nichts. Okay, wenn jetzt keiner mehr kommt, dann... Dann war es leicht. Der Raketenwerfer, der ferngesteuert oder wie heißt das? Ich weiß nicht mehr, irgendwie. Der Wärme-Dingsbums. Verpisst euch! Den habe ich auch übrigens auf dem Flughafen gefunden. Ja, ich war auf dem Flughafen einmal. Ich wollte über die Mauer springen, da macht er mir das Tor auf einmal auf. Obwohl ich noch gar nicht hin darf. Aber fliegen konnte ich noch nicht, als die Hubschrauber und die Flugzeuge waren abgesperrt. Da war noch einer, hä? Oh ja, das ging ja wunderbar. Fast keinen Schaden genommen. Yeah. Ein Anruf von Musi bestimmt. Ach so, nein, oh, Cäsar. Nee, das machen wir jetzt nicht. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Sö. Die war leicht, die Mission, eigentlich. Ja, gefährlich, kommt her. Alles klar, das war's dann für den Part. Und ich denke, im nächsten Part geht's dann mal wieder weiter mit einer Nebenmission. Muss ja auch mal sein. Also, viel Spaß und ciao, ciao.